Seid gegrüßt zurück zu Expeditions Rome. Wir sind hier in, wie heißt es nochmal genau, Metalle des Himmels, Hof des Himmels. Bevor wir jetzt dort hinten zur Besprechung gehen, haben wir noch den Tipp bekommen, wir sollen uns hier umsehen, schauen, was es hier so gibt und so weiter. Und das werden wir dann wohl auch tun. Gehen wir zuerst mal hier runter. Gulussa. Grüße, Römer. Oder wie sagt man? Salvete. Ich bin Gulussa der Große. Wie kann ich euch helfen? Was macht ihr genau als Händler? Ich sehe mich gerne als Anbieter ungewöhnlicher Köstlichkeiten. Aber andere Leute würden euch anders sehen? Ich bin stets auf der Suche nach solchen ungewöhnlichen Köstlichkeiten. Das erweckt unter meinen weniger fähigen Kollegen einen gewissen Neid. Was macht euch so toll? Ist das nicht offensichtlich? Ich bin nicht nur unglaublich gut aussehend, ich habe auch die besten Waren des Landes im Angebot. Das war mir vornherein klar. Ihr klingt ungewöhnlich. Woher kommt ihr, Gulussa? Von hier und von dort. In diesem Beruf bereist man die ganze Welt. Waren zu finden ist eine ganz eigene Kunstform. Ich kann alles für euch finden, das ihr sucht. Wenn ich genug Zeit und Ressourcen zur Verfügung habe, versteht sich. Was verkauft ihr? Alles, was ihr hier an meinem Stand sehen könnt. Die ungewöhnlichsten Gewürze und natürlich die besten Servi, die Nasamones zu bieten hat. Was braucht ihr? Fragen wir mal diese Server, die mit dem ungewöhnlichen Muttermal. Ah, als ich euch sah, wusste ich sofort, dass ihr ein Kenner seid. Leider ist die Serva nicht zu verkaufen. Das Muttermal bei Zeus und Pythagoras. Meine Schwester. Endlich habe ich dich gefunden, Schwester. Haltet euren Servus im Zaum, Römer. Ich sagte doch, dass die Serva nicht zu verkaufen ist. Was meint ihr mit nicht zu verkaufen? Ein anderer Kunde will sie kaufen und hat bereits eine Anzahlung geleistet. Der Himmel ist aus ihren Augen gewichen. Was haben sie ihr angetan? Magister, ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich sagen? Was habt ihr mit ihren Augen gemacht, Gulussa? Sie war ein neugieriges Ding und hat Gesprächen gelauscht, die sie nicht hören sollte, und Dinge beobachtet, die sie nicht sehen sollte. Dieses Problem musste ich beheben. Wir haben ihr die Augen ausgebrannt. Jetzt ist sie natürlich deutlich weniger neugierig. Ihr habt sie geblendet. Der Zorn ist vollkommen unangemessen. Sage ich euch, wie ihr eure Legion anführen sollt? Dann sagt mir wiederum nicht, wie ich mit meiner Serva umgehen soll. Das ist meine Arbeit und ich bin darin der Fachmann. Ich weiß nicht, was das für ein Trick ist, aber ich habe keine Brüder. Bitte geht jetzt. Eure Aufdringlichkeit wird schlecht für mich sein. Lasst uns sie euch abkaufen, Gulussa. Nennt euren Preis. Habt ihr nicht zugehört? Ich habe bereits eine Bezahlung von jemand anderem erhalten. Sie ist nicht zu verkaufen. Was wollt ihr tun, Discipule? Eure Taten werden entscheiden, welche Art Mann ihr seid. Sie zu finden, war mein ganzer Lebenszweck, Magister. Ich werde nicht ohne sie gehen. Tut etwas, Legate, oder ich werde... Ja, am liebsten würde ich zwei sagen. Was machen wir? Was auch immer man euch für sie bezahlt hat, ich werde euch das Doppelte geben. Das klingt gut. Ihr meint, ihr könnt mir 8000 Denari geben? Jetzt sofort? Noch nie in der Geschichte der Welt hat jemand auch nur halb so viel für eine Serva gezahlt. Er will sie einfach nicht verkaufen.
Ihr lügt. Es wurden euch niemals 4000 Dinari angeboten. Anders als euer angeblicher Käufer bin ich jedoch jetzt hier vor Ort und werde euch die fürstliche Summe von 2000 Dinari für sie anbieten. Ich verstehe. Ihr feilscht gut. Abgemacht. Ich hätte das Geld blinde gebraucht. Blinde Servi zu verkaufen ist immer schwierig. Nehmt sie mit. Danke, mein Freund. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet. Ich werde einen Weg finden, es euch zu vergelten. Vergesst es, ihr würdet dasselbe für mich tun. Das würde ich. Denn ich bin ein guter Mann. Komm, Schwester. Ich will dir dein neues Zuhause zeigen. Ich hätte ihm am liebsten Kopf abgeschlagen, aber wir müssen auch irgendwo an unsere anderen Leute denken. Willkommen zurück! Verkaufst uns wirklich alles, ne? Okay. Gehen wir mal zum Schrotthändler. Ich habe Werkzeuge, ich nehme Eisen, ich verkaufe Eisen. Ich verkaufe euch die Dinge, die andere loswerden wollen. Wenn ihr ungeliebte Dinge wollt, seid ihr beim richtigen Zelt. Nur Eisen, nicht alles hier sieht aus, als wäre es aus Eisen. Wer seid ihr? Ein Metallgelehrter? Ich kenne mich mit Metall besser aus als jeder andere. Wenn ich sage, dass es Eisen ist, ist es Eisen. Ende der Diskussion. Seht euch an, was ich zu bieten habe und sagt mir, was eure Aufmerksamkeit gewonnen hat. Jetzt, wo ich es mir genauer ansehe, ist ja tatsächlich alles hier aus Metall. Dachtet ihr, ich würde euch täuschen wollen? Was ich hier verkaufe, ist Metall. Und nur Metall. Ihr habt ja eine Menge verschiedene Sachen. Was denkt ihr, könnte für mich von Interesse sein? Habt ihr diese schweren Klingen gesehen? Sie sind von hoher Qualität. Und vielleicht braucht ihr ein paar Werkzeuge, die eigentlich für Wurfspeere gedacht sind. Sehr gute Arbeit. Aber da ihr Römer seid, könnte euch auch dieser alte Helm interessieren. Er ist etwas verbeult, aber ich bin mir sicher, er wird euch gefallen. Könnte ich mir den Helm ansehen? Ein verzweifelter Schatzsucher hat ihn mir in der Nähe von Utica verkauft. Er ist wahrlich hässlich und verbeult. Ich habe ihn dem Mann aus Mitleid abgekauft. Domine, seht euch diese Inschriften an. PCS. Publius Cornelius Scipio. Bei Hephaestus humpelndem Bein. Das ist der Helm des berühmten Generals Scipio Africanus. Ein immens wertvolles Stück. Noch ein Scipio. Es ist ein überkandidelter Hut, Syneros. Und reden wir besser nicht so laut. Damit können wir. Ich könnte das Eisen wiederverwenden. Ich nehme euch diesen Schrott für 50 Dinare. Das klingt für mich nach einem angemessenen Preis. Ich hoffe, dass ihr einen Nutzen für das alte Ding findet. Wollt ihr sonst noch etwas von meinem Stand? Ja, das war jetzt nicht das Ehrlichste. Andererseits... wäre einen angemessenen Preis für gute Ware. Ach, die Dinger. Nee, da brauchen wir nichts. Solltet ihr noch einmal darüber nachdenken. Wir brauchen im Moment von den Sachen nichts. Aber gut zu wissen, wo wir die herbekommen im Zweifelsfall. Ein Winzer. Wie wäre es mit einem trockenen Wein, um euch in der Wüstenhitze abzukühlen? Grüße und einen guten Tag, euch Reisende. Ihr seht wie Menschen mit exzellentem Geschmack aus. Oder irre ich mich da? Das ist richtig. Die Frage ist, könnt ihr unserem feinen Gaumen etwas Passendes vorsetzen? Natürlich. Ihr seid an den richtigen Ort gekommen. Unsere Weine stehen denen von Karthago in nichts nach. Und einige übertreffen sie gar. Seht euch gerne um und sagt mir, wenn euch etwas interessiert. Sind eure Weine wirklich besser als jene, die wir in Rom haben? Nun,
Nun, ich würde nicht sagen besser, aber sie sind auf jeden Fall anders. Das hängt nicht nur von den Reben, sondern auch von der Umgebung und dem Wetter ab. Das ist eine Sache des Geschmacks, aber ich glaube, dass man in seinem Leben vieles probieren sollte. Man muss sich selbst kennenlernen. Stimmt ihr da nicht zu? Wer kann sich jemals selbst wahrlich kennen? Ihr habt recht. Die Antwort ist niemand. Aber wir können es versuchen. Es gibt schließlich derart viele verschiedene Weine im Leben zu trinken. Verkauft ihr nur Wein oder auch Zutaten? Ich habe nicht viele interessante Trauben für euch. Der aktuelle Jahrgang war eher zaghaft. Zum Glück heißt das in der Regel, dass wir mit den besten Essig haben. Und könnte ich eure Aufmerksamkeit vielleicht auf unseren exzellenten hiesigen Honig lenken, für den Fall, dass ihr etwas von eurem römischen Mulsum herstellen wollt? Okay, wir verschwinden erstmal. Gut zu wissen, dass wir auch das hier bekommen. Geht's nicht weiter. Nachschubhändler. Kommt, kommt! Der berühmte Römer, von dem alle reden. Willkommen im einzigen Laden, den ihr am Hof des Himmels werdet besuchen wollen. Mein Stand, wenn auch bescheiden nach euren Maßstäben, steht euch zur Verfügung. Euer Stand ist nicht bescheiden. Ihr habt einiges zu verkaufen. Ich fühle mich geschmeichelt. Ich weiß, dass mein Laden im Vergleich zu denen in Rom verblasst, aber am Hof des Himmels werdet ihr keinen besseren Ort für den Handel finden. So viel kann ich euch versichern. Sagt mir, was ist es, das ihr begehrt? Es sind eine Menge Fliegen über den Sachen. Schauen wir erstmal, was. Ah. Okay. Wäre das alles? Das ist eine sehr offene Frage. Nun, innerhalb der Grenzen dessen, was ich euch an diesem Stand bieten kann, natürlich. Ich kann euch keine Unsterblichkeit gewähren. Noch nicht. Und ich weiß, was ihr denkt, aber vertraut mir. Das wollt ihr nicht versuchen. Mein Ehemann ist sehr eifersüchtig. Einen Laden inmitten dieses Chaos selbst leiten? Habt ihr keine Angst, ausgeraubt oder betrogen zu werden? Im Gegenteil, das hilft meinem Geschäft. Alle unterschätzen mich und zahlen den Preis, in der Regel wortwörtlich. Ich habe keine Angst vor irgendwem. Alle haben Angst vor mir. Gehört ihr zu einem bestimmten Stamm? Natürlich, es geht gar nicht anders. Ich gehöre allerdings zu keinem Stamm, von dem ihr schon einmal gehört haben werdet. Mein Stamm ist recht klein, aber wir pflegen gute Beziehungen sowohl zu Lunias als auch zu Udats Stamm. Kommen wir vielleicht später wieder. So. Wir können das auf keinen Fall angemessen vergüten. Fragt ihn, ob er 20 Flaschen Wein aus Karthago stattdessen akzeptieren würde. Lasst euch höchstens auf 30 hochhandeln. Gut. Das ist interessant. Römer, die Geister müssen euch hier in meine kleine Ecke geführt haben. Was ein Glück. Ich benötige ein bisschen eurer Zeit und eure Ortskenntnis. Wärt ihr bereit, mir auszuhelfen? Okay. Ihr braucht meine Ortskenntnis? Aber ich bin ein Fremder in diesem Land. Und genau deswegen brauche ich euch. Ich brauche einen Ortskundigen für Länder jenseits des Diesen. Ihr seid Krieger, oder nicht? Wenn ihr den Tod zu anderen bringt, ist es nur naheliegend, dass ihr den Tod und die Länder des Todes kennt. Mein Name ist Axel. Ich bin, was ihr in eurer Sprache vielleicht einen Philosoph nennen würdet. Aber für mein Volk bin ich ein Schamane. Es ist meine Lebensaufgabe, die vielen Lande jenseits des Todes zu studieren und zu erkunden und wie sie sich von Kultur zu Kultur unterscheiden. Wen soll es interessieren, darüber zu lesen, was andere Kulturen nach dem Tod erleben? Es ist doch wohl jeder
Es wird doch wohl jeder wissen wollen, was ihn selbst erwartet. Nun, das ist eine der Fragen, die ich zu ergründen versuche. Hängt es davon ab, woran wir glauben? Oder davon, wo wir geboren werden? Oder als wessen Kind? Ich bin zutiefst von diesen Vorstellungen unterschiedlicher Leben nach dem Tod fasziniert. Aber wenn ich dieses Buch vollende, hoffe ich, dass es als eine Art Reiseführer dienen wird. Ich weiß, wohin ich nach dem Tod gehe. Ich bin durch und durch. Immer. Dann seid ihr perfekt für mein Ansinnen. Aber nicht jeder ist mit einer solchen Sicherheit gesegnet. Ich denke, dass mein Buch ein Trost für jene sein wird, die Zweifel verspüren. Bin mir nicht ganz sicher, warum ihr genau meine Hilfe braucht. Ich habe viel Wissen zu unserem eigenen Jenseits gesammelt, aber hatte noch nie die Gelegenheit zu lernen, was die Römer nach dem Tod erleben. Wollt ihr mich zu etwas spezifisch Römischem ausfragen? Genau das. Ich habe mit einer Reihe von Gelehrten über das Jenseits gesprochen, aber sie alle waren aus Afrika. Meine Theorie ist, dass das Leben nach dem Tod davon abhängt, an welche Götter man glaubt. Ich will einfach wissen, was für ein Jenseits die Götter der Römer bieten. Ich nehme mal zwei. Ich könnte euch einige Geschichten erzählen. Ich brauche mehr als das. Ich brauche detaillierte Beschreibungen. Gehen wir davon aus, ich helfe euch. Woher wollt ihr dann überhaupt wissen, dass ich euch die Wahrheit sage? Ihr seht wie eine vertrauenswürdige Person aus. Und ich weiß, dass ihr Römer stolz auf eure Tugenden seid. Oder ist das nicht so? Ich könnte später die Hilfe eines weiteren Römers in Anspruch nehmen, der eure Angaben richtig stellen und enthüllen würde, dass ihr mich getäuscht habt. In dem Fall wüsste ich zumindest, über welchen Teil ihres Jenseits die Römer gerne Lügen verbreiten. Na gut, sagt mir, was ich zu tun habe. Erklärt mir zuerst die übliche Reise, die der Tote laut eurer Kultur zurücklegt. Stellt euch vor, ihr wärt tot. Was geschieht dann? Da kenne ich mich tatsächlich viel zu wenig aus. Ich vermute mal, dass die alle irgendwo richtig sind. Na gut, nehmen wir einfach eins, gehen von oben bis unten durch. Die Seele trennt sich vom Körper und reist nach Dis in unsere Unterwelt. Von allein? Interessant. Wir müssen auch eigenständig zum Duat reisen. Aber es heißt, dass der Weg für jede Person anders ist. Man muss Charon bezahlen, damit er einen über den Fluss Acheron bringt. Ein Fluss? Das klingt angenehm. Aber nehmt ihr euer eigenes Geld in die Unterwelt mit? Nein, deswegen sollte man die Toten mit einer Münze im Mund bestatten. Natürlich. Wir glauben auch, dass es am besten ist, die Toten mit ihren Besitztümern zu bestatten. So können sie ein gutes Leben in Zeket Aru führen. Wenn man es an den Cerberus vorbeischafft, werden die Richter über das weitere Schicksal entscheiden. Beurteiler, wir haben 42 von ihnen. Es ist am besten, ihre Namen zu kennen und welche Sünden sie nicht begangen haben. Wenn man ihr Urteil über sich hat ergehen lassen, wiegt Anubis das Herz des Menschen gegen eine Feder von Maat auf. Ein reines Herz ist nicht schwer. Die Tugendhaften gelangen nach Elysium, während die Wertlosen und Bösen in Tartarus leiden. Dieses Elysium klingt nach Sekhet Aru. Osiris erlaubt es nur den reinsten Seelen,
das Feld des Schilfs zu betreten. Was geschieht mit unreinen Seelen? Ahmed verschlingt ihre Herzen. Das kann ich nicht wirklich sagen, ohne selbst nach Dis gereist zu sein. Da habt ihr natürlich recht. Aber ich habe eine Idee. Seht her, dieses Kraut ist als Katzenauge bekannt. Es heißt, es bringt einen für kurze Zeit in das Land des Todes. Es wäre großartig, wenn ihr es probieren und mir mitteilen könntet, was ihr dabei gesehen habt. Warum macht ihr das nicht selbst? Natürlich war ich der Erste, der es probiert hat. Aber ich bin mir sicher, dass ihr eine andere Unterwelt besuchen werdet als ich. Und was ist, wenn ich nicht zurückkomme? Ihr solltet euch keine Sorgen machen. Ich habe es mehrfach selbst versucht. Und wie ihr sehen könnt, bin ich zurückgekommen. Okay, machen wir's? Ich denke, wir machen's. Warum nicht? Ihr bittet mich darum, den Tod herauszufordern. Es wäre nur angemessen, wenn ich etwas im Gegenzug dafür bekommen würde. Wenn ich in den Ländern jenseits des Lebens festsitzen sollte, würde ich das nur ungern ohne ausreichend Münzen für schauen. Ihr habt recht. Ich habe zufällig einige römische Denarii bei mir. Bitte nehmt diese an euch. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Faszinierend, du, das ist eine Katze. Wir sind auf jeden Fall, kann also nichts Schlimmes passieren, schließlich ist deine Katze. Hatte er nicht so einen Traum mit deiner Katze? Es ist eine Katze, es ist auf jeden Fall was Gutes. Was seid ihr? Ich bin eine Katze. Das habe ich gewusst. Was für eine Katze seid ihr? Ich bin eine riesige Katze. Allerdings könnt ihr das auch einfach durch eigene Beobachtung feststellen. Wer seid ihr? Ich bin du. Ich bin eine Katze, ich hab's gewusst. Ich bin eine Katze? Das wart ihr. Genau ein Leben vor diesem. Aber ihr wart keine sehr gute Katze. Katzen müssen 9 Leben leben. Wir sterben und werden wiedergeboren. Aber eine bösartige Katze wird als ein niederer Mensch wiedergeboren. Ich war du in einem vergangenen Leben. Bin ich tot? Erinnert ihr euch daran, gestorben zu sein? Sollte ich das? Ich erinnere mich. Es war sehr einprägsam, aber nicht angenehm. Aber das sind wohl die wenigsten Tode. Ihr seid es nicht, der hier tot ist. Was soll ich hier tun? Eine sehr gute Frage. Erinnert ihr euch daran, was euch antreibt? Meine Pflicht. Heißt das nicht, dass euer Leben von den Befehlen anderer bestimmt wird? Niemand zwingt mich, den Befehlen anderer zu folgen. Andererseits nimmt doch... Ja. Und dennoch folgt ihr ihnen. Gute Anführer erkennt man daran, dass sie einen dazu überreden, Befehle auszuführen, ohne dass es sich wie ein Zwang anfühlt. Ich mag euch weise erscheinen, aber Weisheit erwächst aus Alter und der eigenen Identität. Das weiß ich, weil ich ihr bin. Oder besser gesagt, in einem vergangenen Leben war. Ich mag das Leben als Mensch nicht besonders. Aber ihr könnt mich retten, indem ihr ein gutes Leben lebt und kein Leid über andere bringt. Nur dann werden wir als Katze wiedergeboren. Also, das... Eine riesige Katze? Wahrscheinlich nicht. Aber es sind schon seltsamere Dinge geschehen.
Ich will kein Leid über andere bringen. Das habe ich auch bis jetzt immer versucht zu vermeiden. Aber ihr tut es. Indem ihr eure Ziele verfolgt, fügt ihr jenen Leid zu, die euch im Weg stehen. Ihr müsst euch fragen, ob es das wert ist. Was schlagt ihr vor? Ihr könnt nur aufhören, anderen Leid zuzufügen, indem ihr das Land der Lebenden verlasst. Ihr könnt hier bleiben, wenn ihr den Platz mit mir tauschen wollt. So werde ich als Katze wiedergeboren und ihr könnt ein guter Mann sein. Ich weiß, dass das alles sehr verwirrend für euch ist, aber ich versuche es einfacher zu machen. Ich werde euch zwei Türen zur Wahl stellen. Eine davon führt zum Elysium des Schilfgrases. Die andere zurück zum Hof des Himmels. Denkt darüber nach. Findet heraus, welche sich richtig anfühlt. Und geht dorthin, wo euer Herz euch hinführt. Okay. Welche Tür ist jetzt welche? Ich speichere hier mal ab. Ich will auf jeden Fall zuerst mal... Also wir werden natürlich zurück zum Hof des Himmels gehen. Aber ich will zuerst in die andere Tür. Und will gucken, was dann passiert. Ins Land der Lebenden zurückkehren. Bleiben. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Ich meine, die arme kleine Katze, die können wir ja nicht hier lassen, oder? Ah, gut. Das passiert. Okay. Wir werden dann als Katze wiedergeboren und das Spiel ist vorbei. Schön zu wissen. Ich habe eigentlich gehofft, dass dann irgendwas passiert, aber... Da eigentlich auch ein interessantes. Ja, du musst leider noch warten. Tschüss, Katze. Ich, Katze. Faszinierend war, dass von der Stimme her es eine weibliche Katze war. Das heißt, er hat nach dem Tod auch noch sein Geschlecht gewechselt. Was das wohl zu bedeuten hat. Ihr seid zurück. Schnell, sagt mir, was ihr gesehen habt, bevor die Visionen verblassen. Ich glaube nicht, dass ich in einem Jenseits war. Wir können aber auch von der riesigen Katze erzählen. Nehmen wir von der riesigen Katze? Vielleicht gibt das irgendeinen Vorteil, von der riesigen Katze zu erzählen. Wir erzählen von der riesigen Katze. Eine riesige Katze? Das ist bizarr. Danke, mein Freund. Mit eurer Hilfe werden Menschen in der ganzen Welt eine bessere Erfahrung im Jenseits haben. Bitte, nehmt dieses Amulett als kleines Zeichen meiner immensen Dankbarkeit an. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen, wenn das Buch fertig ist. Memento Mori habe ich freigeschaltet mit einem riesigen Katzenbild. Bei Gelegenheit müssen wir mal die Sachen machen. Zielgenauigkeit, Basisschaden, Minimum, Hieb- und Wuchtschadenswiderstand. Gibt da mal Rüstung. Das könnte was für sein. Gut. Haben wir wohl überlebt. Dennoch eine riesige Menge erforschen. Wir reden noch mit dem Schamanen hier. Die wachen über uns alle. Aber nur die Weisen und Vorsichtigen stehen in ihrer Gunst. Kurz gesagt, es ist ein Wunder von einem Gebräu.
Ihr werdet traurig sein, wenn die Flasche leer ist. Bei den Ahnen, es ist. Und es kam ein Krieger zu uns. Schlaft euren Rausch. Aber wisset, nicht alle Feinde kämpfen aufrecht. Eine Klinge mag euch nicht zu Fall bringen. Aber ein Gift schon. Benötigt ihr einen Schutz gegen einen solchen Fall? Weise Worte, wie könnt ihr mich vor Gift schützen? Nur ein weiser Mann kann Weisheit erkennen. Und so sind wir nur weise, wenn wir Weisheit erkennen. Ich besitze ein Heilmittel für Gift. Ihr solltet vorbereitet sein. Ihr seid der seltsamste Händler, den ich hier getroffen habe. Das könnte daran liegen, dass ich kein Händler bin. Und warum verkauft ihr dann Dinge? Ich verkaufe, aber nicht des Gewinnens wegen. Was ich verkaufe, ist nicht leicht herzustellen. Es kostet mich viel. Daher ist es nur gerecht, dass es euch auch etwas kostet. Falls ihr euch entscheiden solltet, es zu nutzen. Ich hab schon Gegengift. Tun wir nicht, ich bin nicht vergiftet. Aber das werdet ihr noch. Denn ihr seid von der Schlange des Brunnens gezeichnet. Ich bin hier, wenn ihr unvermeidlicherweise eure Meinung ändert. Ich hab ja schon Gegengift. So. Gehen wir mal noch hier rüber gerade, bis hier hin. Dort mache ich dann Schluss. Wenn dann noch einmal hier rum. Darum, und dann gehen wir in die nächste Folge hoch. Aber wir gehen, komm, wir gehen bis hier unten an den An der Stelle würde ich dann mal sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Wünsche euch einen gesegneten Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.